Morgen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Glanz Koch zu späten Stunde hier im ZDF. Und auf diese Sendung hier freue ich mich ganz besonders. Ein Überraschungsmenü. Sie werden heute Angst und Schweißperlen auf der Stirn des ein oder anderen Protagonisten sehen. Hier sind Sie zunächst mal Alexander Herrmann, Alfons Schubeck, Cornelia Poletto, Kolja Kleeberg und Ali Güngebüs. Mal lieber. Sensation. Wunderbar. Ja, Servus. Ja, sehr. Schön, dass Sie kommen konnten. Markus, wie hat es funktioniert? Ja, das war der Alte. Alles gut? So, Freunde. So. Es gibt ja, Cornelia, du weißt das, weil du schon lange bei uns bist. Es gibt ja Köche in dieser Sendung, Cornelia, du wirst das bestätigen. Die arbeiten immer sehr, sehr viel während einer solchen Sendung. Und andere, die ein bisschen weniger arbeiten und sehr entspannt wirken. Einer davon steht rechts von mir. Es gibt allerdings... Das ist eine Organisation, junger Mann. Natürlich. Es gibt aber Sendungen, und das ist heute eine von diesen Sendungen, da stehen selbst dem Herrn Schubeck die Schweißperlen auf der Stirn. Das ist nämlich immer dann der Fall, wenn wir ein Überraschungsmenü kochen. Ja? So ein Schmarrn. Ihr wisst, ja. Ihr wisst nicht, was sich unter diesen kleinkarierten Tüchern hier verbirgt, aber wir schauen jetzt mal rein. Also, Alexander Herrmann, kommt bitte gerne mal zu uns rüber. Kolja, komm. Ja. Wir schauen uns erstmal an, was die Konkurrenz so zu verkochen hat heute. Wir hätten hier also auf der Vorspeise... Na komm, das ist ja großartig. Pass auf, ich lese mal vor. King Prawns, Kokosmilch, Chili, Ingwer, Mango, Grapefruit, Currypaste. Dann haben wir hier so einen Salatmix. Und was ich irritierend finde, dazu ist ein schönes schwarzes Bauernbrot. Ja. Das ist eine Herausforderung. Ja, die Mischung hat schon ein bisschen was Vogelwildes. Aber ja. Es ist nicht so tragisch. Es sind ja so ein paar Aromen, die ineinander übergehen. Ja, auf alle Fälle. Ja. Okay. Aber ich habe eigentlich keine Lust, so viel Garnelen zu putzen, aber gut. Ja, deswegen haben wir gedacht, geben wir dir diese Aufgabe. Ja, damit suche ich mir jemanden aus dem Publikum noch. Ja, du kannst du gerne machen. Also wenn du das Gefühl hast, du brauchst Hilfe, und da bin mir sicher, gibt es die ein oder andere Dame, die sehr schnell bereit wäre, dir zu helfen. An der Garnele hängt. Gut. Ja, genau. Naja. Dem Schützenkoch Deutschlands springt man doch gerne mal bei. Alexander Herrmann auf unserer Vorspeisenposition. Dann direkt daneben ein gewisser Alfons Schubeck, der in seinem Korb, in seinem Körbchen Folgendes hat. Bist du ein zarter Mann, deswegen auch nur ein Körbchen. Geflügelleber, Birne, Blätterteig, Trüffel, Cognac, eine Kalbsjus, Spitzkohl, Möhren, Schokolade und Sesamkörner. Naja, das hat doch was. Das kann man. Das ist doch was. Da kann man was machen, oder? Ja. Hat doch was. Trüffelzeit. Trüffel? Ja. Oh, schöne Mischung. Ja. Schöne Mischung. Schokolade haben wir auch. Hast du schon gesehen? Ja, ihr dürft natürlich alles Mögliche so an Zutaten noch verwenden, also Essig, Öl, Salz, Pfeffer. Was auch wichtig ist, ist natürlich zu wissen, dass die Küchengeräte, die stehen natürlich mal das eine da, das andere dort, also... Und wir müssen euch dann alles irgendwie einmal verwenden. Ihr müsst alles verwenden, wirklich alles verwenden, und dürft nichts von der Position nebenan, links, rechts, oben, unten nehmen. Okay. Ja? Wir wollen alles verkocht sehen. Viel wirklich Spaß, alles. Ne? Vielen Dank. Viel Spaß und viel Glück vor allen Dingen. Ja, ja. Dann freuen wir uns. Oh, das wird toll. Pass auf. Alfons, magst du mal schauen? Okay. Cornelia Poletto. Oh. Da fischelt's. Oh, die liebe ich. Königsmakrele. Eine Königsmakrele, ja. Yellowtail Kingfish, wie internationale Jetsetter vom Schlager eines Alfons Schubeck sagen. Koriander, Parmaschinken, Süßkartoffeln, Spinat, Fenchel, Nolli Pra und einen Fischfond mit Sahne. Herrlich. Cornelia, geht da was? Ja, da geht ganz viel. Das ist ein toller Fisch, ne? Ja, super, super, super. Eigentlich mag ich ihn am liebsten roh. Roh? Aber okay. Ich darf ja nicht roh heute. Ich glaube allerdings, dass der Alexander darf auch roh, wenn er will, die Garnelen. Ja, die sind von so erstklassiger Qualität, die kann man zur Not auch mal roh. Das ist kein Problem. Das ist absolute Premium-Qualität, wollte ich dir noch gesagt haben. Vielen Dank, Cornelia. Cornelia, hast du eine Idee? Ja, ist super. Ich war schon mal. Aber der Fisch mit dem Speck, das geht?
Das ist ja ein ganz feiner Schinken, wenn ich das richtig sehe. Nee, da fällt mir schon was ein. Da freuen wir uns drauf. Ich bin ganz glücklich über Mann. Cornelia Poletto. Und den zweiten Hauptgang kriegen wir heute kredenzt von Kolja Kleberg, der sich ebenfalls schon freut, meine ich, ne? Kolja, richtig ordentlich Fleisch. Interessantes Fleisch, Kolja. Maisschwein. Ja. Ja, das ist ein Schwein, das ausschließlich dann von Mais. Mit Mais, mit Kukuruz, mit Mais gefüttert wird. Gefüttert wird, genau. Ja. Zuckerschoten, Babykarotten, Babyblumenkohl. Dann haben wir Polenta-Grieß, sind wir hier. Ja. Brombeeren, Maronen und Kapern. Wo sind die Kapern? Kapern, Kapern. Ich sehe hier keine Kapern. Ist auch gut so, die können wir weglassen. Ja. Warte mal, aber die organisieren wir dir noch. Das kriegen wir hin. Das ist ja ein enormes Stück Fleisch hier, ne? Das kriegen wir hin, ja. Ja. Na, wenn die Sendung jetzt natürlich ein bisschen länger wäre, dann würde ich das im Ganzen machen. Aber das geht jetzt natürlich nicht. Im Ganzen? Wie würdest du das dann machen? Na, dann würde ich es anbraten. Und dann so langsam? Vorher schön mit grobem Salz einreiben, dass das Salz so richtig in diese Schwarte hier reingeht. Dann auf der Seite anbraten und dann bei 120 Grad, aber bestimmt 3 Stunden irgendwie sowas, ganz langsam im Ofen garen. Ja. Haben Sie so viel Zeit? Ja. Also ich könnte, aber... Ich glaube, wäre interessant, das mal zu sehen. Was ist mit Schmoren? Schmoren würde auch gehen, aber Schmoren ist halt auch immer eine Zeitfrage. Also hier haben wir jetzt hier... Das sieht schon schön aus. Schau dir diese Maser an. Können wir das mal in Großaufnahme zeigen? Schau mal. Super. Man sieht hier auch an der Farbe des Fleisches, ist es relativ wenig Fett eingelagert, muss man mal sagen. Hier, das ist vom Verhältnis her sehr, sehr schön. Das Fleisch ist relativ dunkel. Super, ja. Das heißt, die Qualität ist sehr schön. Aber jetzt haben wir hier natürlich den fetten Bauch. Genau. Eigentlich auch etwas, was Zeit braucht. Aber... Kolja, das ist die Herausforderung für einen Spitzenkoch. Man muss nicht alle Zutaten verwenden. Doch, alle. Also alle Zutaten, aber nicht die Menge. Nein, nicht die Menge. Nee, das nicht. Oder? Das nicht. Aber die Zutaten müssen tatsächlich alle verwendet werden. Und das werden wir auch kontrollieren. So, und zu guter Letzt Ali Güngermös, der das Dessert machen wird. Mit Hilfe von, jetzt pass auf, Zitronen sehe ich da schon. Honigwaben, Whisky, Vanilleschoten, Ananas, Zitronengras, Creme fraiche, Nüsse, Pistazien und Granatapfel. Schau dir das mal an. Okay. Das ist schön. Hä? Das kenne ich ja. Darf ich das mal abmachen hier? Ja, klar. Schau mal so. Und dann nehmen wir mal hier das Messer hier weg. So eine richtig schöne Honigwabe. Wann sieht man sowas schon mal? Ja, für mich ist das jetzt Neuland, ne? Ich mach das zum ersten Mal. Das Überraschungsmenü, ne? Ja, und ich sehe auch die Panik in deinem Blick, Ali. Ja, okay. Hast du eine Idee? Ja, ich werde wahrscheinlich hier Ananas irgendwie schmoren mit dem Whisky. Ja. Zitronensaft, ein bisschen Whisky, ein bisschen Zucker. Gebe ich noch Zitronengras werde ich dazu geben. Dann werde ich dazu wahrscheinlich so ein, das ist doch bestimmt Creme fraiche Joghurt. Ist das. Okay, Creme fraiche. Ja. Dann werde ich hier so ein Honig-Creme fraiche machen mit, ach, das machen wir jetzt. Doch, das geht. Ja, ne? Ah, klar, hau mal rein. Ja, guck mal, das macht die Küche aus. Ja, da freue ich mich drauf. Doch, doch, doch. Vielen. Bist du denn zu Hause einer, der gerne selber kocht, Ali, oder hat man, wenn man dann so lange selber gekocht hat, abends dann gar keine Lust mehr drauf? Wenn ich das kriege? Nee, ich koche schon, aber ich koche meistens dann nur einmal in der Woche. Das ist dann sonntags, da koche ich dann für die Familie, für meinen kleinen Sohn. Und, wie alt ist dein Kleiner? Der wird, der ist 2. 2? Ja, ja. Und der isst dann auch schon alles oder sind wir in der Schnitzel-Spaghetti-Phase? Ja, Spaghetti nicht so gerne, aber Schnitzel ist er gerne, Huhn ist er gerne und so Kalbsfilet ist er zum Beispiel gerne. Alles, was zart ist, das ist wirklich, wirklich. Gemüse noch nicht so, aber dafür Bratkartoffeln so gerne. Okay, ja, Bratkartoffeln isst du, das ist gut. Was kochst du zu Hause, dann machst du dann entsprechende Sachen? Also so, oder? Ich mache dann einfache Sachen, also es gibt halt dann Kalbsfilet mit gebratenen Kartoffeln, ein bisschen Gemüse dazu und so, ne? Ganz einfache Sachen. Ich will doch nicht 2 Stunden zu Hause noch kochen. Nee, aber wenn du jetzt, also Tipp für unsere Zuschauer zu Hause, kleiner Service, der nichts kostet. Wie macht Ali Güngermös, ein Weltklasse-Koch, zum Beispiel eine schöne Tomatensoße? Schnelle. Dann nehme ich Schalotten mit Knoblauch anschwitzen, Tomaten dazu, aber dann nehme ich keine Dosentomaten. Ne? Richtig frische Tomaten. Richtige Tomaten? Dann abwaschen, Strunk weg. Nee, mit Haut. Gleich vierteln, reinschmeißen, lange kochen. Und dann gebe ich Was heißt lange? Ja, so lange, bis sie wirklich verkocht sind. Okay. Und dann habe ich zu Hause Flotte Lotte. Und durch die Flotte Lotte jage ich und dann tue ich das nochmal runter reduzieren.
Salz, Prise Zucker. Ich gebe meistens eine Orangenschale dazu. Es gibt so eine frische Note. Super. Und dann habe ich meistens in der, also aus der Türkei, wenn ich immer in der Türkei bin, kaufe ich Bio-Oregano. Und das gebe ich dann am Ende oben drauf. Großartig. Super. Ja, toll. Ja. Schau mal, wieder was dazugelernt. Siehst du? Das ist nämlich immer die große, wirklich die Gretchenfrage. Wie machen Spitzenköche Tomatensoße? Ja, da haben wir schon viele Variationen hier gehört. Ja, wobei ein ganz wertvoller Tipp ist, man nimmt frische Tomaten. Ja, ja. Wenn du den schon mal nimmst, bist bei der Tomatensoße. Aber wir hatten neulich, wer war das denn? Einer von euch, der, das habe ich so auch noch nicht gesehen, der die Tomaten ins, aufs Blech und dann rein warm werden lassen, dann platzen die irgendwann auf und dann fängst du das auf, was da rauskommt, hast eine herrliche Tomatensoße, wenn du die noch einmal ein bisschen passierst. Ich glaube, der Andreas war das, ne? Ja, Andreas das war, Studer, oder? Ja, der hat das, glaube ich, dann. Das war damals eine Kindersendung. Wenn ich mich ja, erinnere. Das war super. Und daraus das gemacht. Ja, ja. Das war eine ganz so, feine Sache. Weißwein da? Kann ich irgendwo einen Schuss Weißwein haben? Ein Schuss Weißwein? Ist das Weißwein? Im Zweifel bei Cornelia Poletto. Das müsste. Nee. Das ist kein Weißwein? Könnte ich dir einen Schuss von diesen. Ist das Nollibad? Nee. Nee, das ist Öl, oder? Ja, eben. Irgendwo sollte eigentlich Nolli haben. Ich kriege ein Weißbein, höre ich gerade. Okay. Kriegst du gleich. Cornelia, den Fisch behandelst du wie? Also ich habe mir jetzt überlegt, dass ich diesen Fisch erstmal auseinandernehme. Das ist schon mal vom Vorteil. Das habe ich jetzt auch geschafft. Ja. Die andere Hälfte habe ich da hinten liegen lassen. Ist aber dann, nicht viel übrig geblieben, ne, von diesem großen Fisch. Nee, das ist ja auch das, was ich immer so schön finde, wenn man das mal auch sieht als Gast oder Zuschauer. Ja. Dass, wenn man sich so schnell aufregt über die Preise in den Restaurants, über tollen frischen Fisch, es ist wirklich 60% zum Wegschmeißen. Haut und Köpfe und Gräten und was dazu. Ja, oder du machst da noch mal einen Fond draus oder sowas. Ja, aber es geht auch nicht mit jedem Fisch. Mit dem zum Beispiel nicht? Mit dem würde das gehen, aber zum Beispiel ein Lachs ist nicht geeignet für einen Fond, weil das dann immer so ein bisschen kranig und bitter schmecken kann. Ne? Ja, ich habe mir überlegt, dass ich eigentlich ziemlich glücklich sein kann mit dem, was hier ausgewählt wurde für mich. Und ich werde jetzt hier kleine Filets rausschneiden. Ja. Werde mir dann noch mal eine knackige kleine Gewürzmischung für den Fisch überlegen. Und, was hast du da im Kopf? Lass uns mal teilhaben an dem, was euch so durch den Kopf geht, wirklich. Ich muss auch nicht gleich über alles reden. Ich wollte mich da mal gleich. Aber wir wollen ja was lernen. Nein, ich hab gedacht, ich werde mich mal durch den Dschungel der Gewürze irgendwie riechen und probieren und dem Fisch einen kleinen Kick mit auf den Weg geben, dass der so ein bisschen gewürzlastig wird. Denn durch den Koriander, der ja auch dabei ist, und den Spinat, Fenchel, Süßkartoffel, werde ich dazu irgendwie ein schönes Gemüse machen. Und dann werde ich den Fisch, wenn ich dann die Gewürze ausgewählt habe, in den Parmaschinken einwickeln und da drin braten. Dann ist da noch mal eine kleine Schutzschicht und kriegt noch mal Geschmack mit auf den Weg. Und das geht gut zusammen, ja? Dieser Parmaschinken mit diesem Fisch? Das geht sehr gut zusammen, ja. Ja? Und diese Korianderkörner hier, die werde ich ein bisschen zermörsern und werde damit ein hammergrandioses Fenchel-Süßkartoffel-Spinatgemüse machen. Das ist ja Wahnsinn. Abgelöscht mit einem Hauch von Nolipar. Und am Ende, zack, der Oberkick, ein bisschen frischen Koriander. Das ist ja nicht zum Aushalten. Ja, ich freue mich auch sehr, dass es mich so getroffen hat. Ja. Wichtig ist noch, euch mit auf den Weg zu geben. Wir brauchen nachher natürlich einen Namen für dieses Gericht. Ja. Ja, das soll ja Eingang finden in diverse Kochbücher im Zweifel, weil da wieder was Grenzgeniales dabei rauskommt. Was ich spektakulär finde, das habe ich so lange nicht mehr gesehen, Alfons Schubeck schält Karotten. Ja. Ich glaube, die habe ich ja schon 20 Jahre nicht mehr geschält. Ist so, ne? Ich habe das auch gemerkt, Alfons. So ein bisschen eine kleine Unsicherheit. Herrlich. Man muss ja auch mal dazu sagen, das weiß ja auch zum Beispiel der Zuschauer nicht. Wir sind hier jetzt schon mal ins kalte Wasser geworfen mit diesen unglaublichen Zutaten, die ihr da immer zusammenstellt. Ja. Wobei wir schon schlimmere Varianten hatten. Aber wir müssen dann ja hinterher noch richtig Arbeit leisten, weil wir das ja auch noch mal zu Papier bringen müssen, was wir in dieser ganzen Aufregung gekocht haben. Natürlich. Ja, damit Sie das zu Hause nachkochen können. Ja. Ich meine, das muss man einfach auch mal sagen. Du lässt uns jetzt mal teilhaben hier an der Art und Weise, wie du diesen Fisch hier von... Ich habe eben tatsächlich ein Filet schon herausgeschnitten, habe die Gräten rausgezogen. Beim frischen Fisch am besten die Gräten rausziehen, wenn die Haut noch drauf ist. Dann zerfetzt man eben nicht so dieses Fischfilet. Okay. Und dann habe ich es von der Haut genommen. Und jetzt schneide ich halt all das, was so ein bisschen... Dir komisch erscheint, nimmst du weg. Ja, einfach nicht so schön schmeckt, nochmal weg. Weil all das hier ist Fett und das kann immer so ein bisschen...
wie ich schon sagte, bittertranig schmecken. Und jetzt es sieht das schon sehr sauber und ordentlich aus. Und dann machen wir daraus schöne Portionen. Ein Wort noch zu diesem Fisch, Cornelia. Das ist ein Kingfisch, ja? Ja, also ich sage ja mal Königsmakrele, aber es ist auch eine Thunfischart, ja, oder aus der Familie. Sehr teuer im Moment? Sehr teuer. Sehr gefragt. Sehr gefragt, aber eben auch sehr, sehr schmackhaft und wird eben auch gezüchtet. Und von daher, finde ich, kann man da so ein bisschen das schlechte Gewissen Das ist auch nachhaltiger Ja, genau. Und, und hat eben jetzt nicht irgendwelche armen Thunfisch-Bestände Schwärmebestände kaputt gemacht. Ich habe viel Omega-3-Fettsäure. Ja, das sowieso. Entschuldigung. Nee, nee, das war wichtig, das nochmal zu erwähnen. Alfons, ich bin für jeden kleinen Hinweis sind wir da dankbar. Aber ich habe neulich mit einem... Da es nur vier Fische gibt, die Omega-3-Fettsäure hochdosiert haben, also wie der Thunfisch, die Makrele, der Hering und der Lachs, kann man das erwähnen. Ja, ja, ist wichtig. Wusstest du eigentlich, dass dank dieser Omega-3-Fettsäuren, Alfons, jetzt Hinweis für dich, auch Eisbären sensationelle Blutfettwerte haben? Ja, klar. Ja, ist wirklich wahr. Und wusstest du? Ja, ist wahr. Wusstest du? Weil die so viel Robbe essen. Und wusstest du, dass die Eskimos ja lange Zeit, bevor sie den anderen Schrott gegessen haben, kaum Herzinfarkt und Gehirnschlag gehabt haben? Und haben aber nur Fleisch gegessen. Wusstest ne? Nur Fleisch. Wusstest du, dass die manchmal Nasenbluten hatten, weil das Blut zu dünn war? Nur zur Info. Ah, interessant. Nachdem, dass du Eisbärjäger bist. Ja, ich, nein. Zumindest nein. Mit der Kamera. Na ja, jetzt mach nicht so. Ja, ja. Aber wirklich interessant, das mal zu hören. Ne? Also muss man sich mal vorstellen, da gibt es ein Volk, das ausschließlich sich von Fleisch ernährt im Grunde. Ausschließlich Robbe und andere Dinge. Und trotzdem keinerlei Probleme mit Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankungen. Das ist ganz, ganz bemerkenswert. Ja, Alexander Herrmann schneidet Brot klein, wie ich gerade sehe. Und würde dich auch gerne fragen, Alex, Garnelen ist etwas, was du gerne verkochst? Total. Oder? Ja? Ich finde so die Garnele, wenn ich jetzt das ein bisschen minderwertig betrachten wollen würde, könnte ich sagen, es ist der Hummer des kleinen Mannes. Ja. Aber ich finde, dass vor allem durch die Vielfalt der Garnele unheimlich verschiedene Geschmacksvarianten einfach zur Verfügung stehen. Wie jetzt zum Beispiel die, wo wir hier haben, sind ja wirklich exzellent. Das sieht man schon. Hier an dieser gesamten Konsistenz ist ganz leicht glasig und so. Und da gibt das ist der Darm, der hier rauskommt, ne? Ja, ja, das muss ich noch rausziehen. Ja, ne? Das schneidet man dann da hinten auf und dann tut man das raus. Das hat natürlich sehr ästhetische Gründe, ist ja klar. Ne? Ich mein, muss ja auch nicht so sein. Muss nicht sein. Da gibt es noch so ganz rotschalige zum Beispiel. Die kommen so viel aus Mallorca, sagt man auch, diese Gambaretti. Es ist schon toll. Also es gibt da viele tolle Ware. Tolle Ware, aber als Endverbraucher stehst du häufig davor und weißt nicht genau, ist das jetzt wieder eine dieser Garnelen, wo du dann, ich sage mal, deine Antibiotika-Ration für den ganzen Winter schon mal intus hast? Ja, aber wenn sowas wie Vogelgrippe ansteht, kannst du Antibiotika-Garnele vorher essen, passiert ja nichts. Ja, ja, also, aber ist ja wirklich so. Es ist korrekt. Das ist ja teilweise wahnsinnig belastet, das Zeug. Also wild gefangene Ware ist natürlich nach wie vor ein Indikator dafür, dass du dir ziemlich sicher sein kannst, aber auch eben nur ziemlich. Was ganz wichtig ist, immer schauen, dass man so Kaltwassergarnelen hat. Das heißt, die kommen auch tiefer vor. Und die Kaltwassergarnele kannst du auch nicht züchten, weil die werden die ja in so flachen Tümpeln züchten, die ja, wo es eher warm ist. Okay. Also wenn man das so sieht, die gezüchteten schauen nicht so gut aus. Das ist so eher Schlammbrühe, das ist nicht so tief. Und das kann man sehen. Das naja, kannst du der Garnele ansehen? Der Garnele nicht, aber den Tümpel. Ja, den Tümpel. Ja. Und wenn du diese Tiefseegarnelen oder die aus kalten Gewässern kommen, wenn du die kaufst, die sind dann in dem Moment her gezüchtet. Schau mal, das ist das, worüber wir eben gerade mit Cornelia gesprochen hatten. Du hast nämlich die kleine Hausaufgabe gemacht und machst jetzt hier aus alledem, was sozusagen nicht unmittelbar zu essen ist. Also ich machst du da? Das ist ein Wahnsinn, wenn dich da so zwei Augenpaare anschauen, aus dem Topf heraus. Aber ich habe vorher mit Ihnen geredet. Sie finden, das ist okay. Ja. Also, das ist eher ein leichtes Lächeln. Schon komisch, ne? Ja. Aber der meiste Geschmack sitzt ja auch in dem Topf mit drin. Das ist ja das. Das der Geschmack sitzt da drin. Da sitzt Geschmack drin. Und genauso hier wie die Schale, die ich mit reingegeben habe, das ist eigentlich das, was immer schade ist. Das schmeißen viele Leute weg. Daraus einen Fond kochen, wie ich das jetzt hier mache. Mhm. Da kann man zum Beispiel auch perfekt Nudeln mit anschwenken. Ja, da gibt man ein paar Garnelen drüber und dann hast du schon für zu Hause. Was hast, was hast du da sonst noch drin? Da hast du drin. Naja, ich hatte ja so wunderbare Currypasten, habe ich jetzt mal mich für, ich glaube, gelb und rot entschieden. Habe das zusammen eben noch ganz kurz angeschwitzt, dass das nicht so bitter wird. Weißwein abgelöscht, ein bisschen Brühe und die Kokosmilch. Und das habe ich jetzt aufkochen lassen. Und jetzt lasse ich das eher nur noch so ein bisschen ziehen. Ja. Und dann habe ich schon mal einen guten Garnelenfond. Ja, und Mango ist mit drin, dass das ein bisschen verkocht. Für dich, Alexander? Für uns.
Nein, das ist für euch beide. Nee, das heißt, ich habe das falsche Ding. Nein. Würde ich nie sagen. Ja, aber der Alfons ist nervös. Du nicht, aber. Nein, ich bin nicht nervös. Nein, doch. Der Einzige, der mich nervös macht, bist du. Ich bin ja hinten so rumfleisch. Jetzt muss ich mal mit überlegen. Alfons, sag einmal. Das hier? Gefällt dir das? Ja, ich bin ja ein großer Freund von Leber, wenn sie gut gemacht ist. Mhm. Und der Leber ist was Feines, findest du nicht? Super. Also wenn wir Kalbsleber auf der Karte haben, muss ich das sagen, ist ratzfatz weg. Das glaube ich. Wie also Schweineleber und so jetzt weniger, aber Kalbsleber, das mögen wir. Wie machst du die Leber üblicherweise? Ja, Zwiebeln und Klassiker. Ja, du kannst das tun. Leber mit Birnen ist aber schönes. Das stimmt. Das leicht Bittere von der Leber mit so einer gebratenen Birnenspalte, das schmeckt das super. Verstehst? Okay. Was hast du jetzt vor, Alfons? Was machst du genau? Hast du also schon ich eine ja Idee den, oder das Weißkraut? Ich habe das Weißkraut da. Diese gelbe Rübe, die du mir hergelegt hast, den Trüffel, die Birne, die Schokolade. Also normalerweise müsste man sagen, nachdem dass es da ein Topf da gestanden ist, müsste ich sagen, naja, vielleicht müsste ich da irgendein Kraut machen. Aber ich mache jetzt einen Krautsalat, einen getrüffelten Krautsalat. Alfons, nur ein ganz kurzer Einschub, ganz, ganz schnell. Nur ein Blick mit der Kamera auf den Fisch von Cornelia, bevor der nämlich irgendwo hinwandert. Da ist er jetzt einmal schön eingewickelt wie so eine Mumie in diesen Parmaschinken. Ja? Ja, ja, ja. Und wird jetzt leicht angebraten? Der wird gleich angebraten, aber jetzt mache ich erstmal mein super Gemüse hier. Okay, ich wollte nur die Gelegenheit nutzen, weil es wirklich spannend ist, heute handwerklich auch da mal genauer hinzusehen. Alfons, Entschuldige, ich habe mich unterbrochen. Also, Salat. Du machst den Trüffel in den Salat. Ich mache einen getrüffelten Krautsalat. Wobei ich nur wenig reingebe, weil ich die restlichen Trüffelscheiben ganz kurz angehen lasse. Weil der schwarze Trüffel natürlich, wenn er erwärmt ist oder gebraten ist, ein bisschen Walnussöl wesentlich besser schmeckt. Weiße wäre natürlich wunderbar, den kannst du so drauf hobeln. Mhm, okay. Und jetzt mache ich mir natürlich, wenn ich da sehe, diesen Kalbsfond, diesen Cognac, Schokolade. Aus dem Blätterteig habe ich hier so kleine Rollen gemacht. Die lege dann so ein bisschen dazu. Sehen wir dann gleich. Ja, also darf ich einmal kurz aufmachen? Ja, werfen wir mal einen Blick rein. So kleine Rollen da. Kleine Rollen, die. Das ist aber nichts. Ja, die kann jeder machen. Das ist ja. Ja. Gut. Okay. Und was ist dann die weitere Idee bei der ganzen Geschichte? Na, dass ich die Geflügelleber glasiere, ganz leicht hier. Mhm. Ein bisschen glasiere. Und dann auf diesem Krautsalat setze, auf diesem Krautensalat mit dem Trüffel. Mhm. Und gebe gebratene Birnen dazu. Und in die Soße, wo ich sie glasiere, wo ich jetzt gerade den Cognac drin gebe, gebe ich jetzt ein bisschen Kalbsfond drauf, lasse es runter reduzieren und gebe dann zum Schluss ein ganz bisschen so Finger, so kleinen, wie so, sagen wir mal, vom kleinen Fingernagel Schokolade rein. Und dann hobel ich ein bisschen Orange, ein bisschen Zitrone rein und vielleicht da hinten sehe ich ein bisschen Zimt, da ist ja was da und etwas Chili wieder dazu. Die Vanilleschote lasse ich ein bisschen mitlaufen und dann sehe ich nichts mehr. Dann muss ich praktisch die Fischfilet schon verarbeiten, wenn ich dann noch was mitnehmen müsste. Da müssten wir, ja. Wobei, sag ich mal, es gibt schon so eine Anstandsmenge von Schokolade, die man dann doch verarbeiten sollte. Also wenn du das mal anschaust, das ist ungefähr 3 Tafeln. Und wenn du so eine Fingernagelspitze also, nehmen willst, 3 Tafeln Schokolade hier weiß ich nicht, ob ich das so durchgehen lassen kann. Ja. Dann muss er irgendwo mal in einen Schokoladentopf reingefallen sein. Oder irgendein Fehler muss der mal gehabt haben. Aber Schokolade muss man vorsichtig sein, ne? Ja, immer. Egal, ob du es bei Wild verwendest oder woanders. So, und diese Leber ist, wenn du jetzt vor der Auslage stehst, was du die wahrscheinlich... Die Leber musst du ein bisschen zuputzen jetzt, oder? Ja. Die schönen Hirn und ganz leicht nur braten, weil die ist sofort durch. Das ist dann schade, ja. Also normalerweise könnt ihr jetzt schon den Kalbsfond mit dem Ding, diese Leber ganz leicht, also wenn ich sie angebraten habe, ziehen lassen, rausnehmen. Mhm. Und dann kann man es verfeinern mit ein bisschen Schokolade, ein bisschen Orangensaft und solche Dinge. Ja. Du bist doch der große Medizinmann hier auch. Leber, da haben ja viele Respekt und sagen, da wird alles entgiftet, das tut uns nicht gut. Was meinst du jetzt? Wenn das ist, weil das ist ja im Grunde alles, sagen wir mal, 35 Bananen werden da auch nicht gut und 35 Leberkässemmeln werden da auch nicht gut. Ja? Also alles in Maßen. Alles in Maßen ist gesund und Leber ist halt einmal gesund, auch, aber nicht jeden Tag. Und ein bisschen, also ich glaube, dass noch keiner von der Scheibe Leber gestorben ist. Ja? Aber dass sie sich den ganzen Tag irgendwelchen Scheiß reinpfeifen, da sagt keiner was und dann hängen sie es an der Leber auf. Ja? Also das ist doch entspannt. Ja, hast du recht. Jeden Tag sterben in der Bundesrepublik zwischen 650 und 700 Menschen an Herzinfarkt und Gehirnschlag. Also keiner was. Aber wenn irgendein Ehegerreger mal rumrumpelt, dann ist ganz Deutschland verrückt. Ja?
Also stimmt. Da finde ich, sollte man ein bisschen den Leuten, die Menschen aufklären, dass vielleicht keinen Herzinfarkt, keinen Gehirnschlag, was man da dafür tun könnte, dass man sich ausgewogen ernähren könnte, wenn man da ein bisschen, dass man die Blutfettwerte, die Triglyceride runterbringt und so weiter. Ja, und vielleicht ein bisschen Bewegung. Da wäre die Aufklärung viel besser, als dass man an diesem Ehekerriger ganz Deutschland verrückt macht. Hast du recht. Hast du recht. Alfons, vielen Dank erstmal. Cornelia ist bei der Arbeit, aber das nimmt sag mal, alles. Sahne musste ich auch nehmen, ne? Bitte? Sahne musste ich nehmen. Sahne musst du nehmen, ja. Bei dir stand Sahne auch drauf. Ja, schade. Ja, und den Schnaps sollst du dann auch verkaufen und nicht trinken. Aber das nur mal am Rande. Schau mal, Kolja ist offenbar mal durch eine Metzgereilehre gegangen. Ja, oder nicht, sehe ich das ganz falsch? Nicht ganz, sonst ja, würde das anders ausschauen. Sieht aber sehr professionell aus. Na, man muss halt irgendwie schauen, dass man den großen Knochen, wenn hier das Stückchen Knochen dran bleibt zum Braten, dann bleibt das Fleisch schön saftig, das ist wunderbar. Mhm. Aber hier dieser kleine hier unten, der muss weg. Das hier darf dranbleiben und hier der Rippenknochen darf dranbleiben. Aber der hier muss weg, und weil das jetzt kein Riesenstück ist, ja, ist das halt ein bisschen Millimeterarbeit. Mhm. Aber oh, ich kann da gar nicht hinschauen, du. Na, so passt es schon. Ja, so komm, mit so einem Ding, da sind die Finger einmal weg, oder? Da sind die Finger weg. Ich meine, das ist ja auch ein Knochen hier, der hier durchbohrt wird. Ein Wahnsinn. Kann ich wirklich nicht hinschauen. Was hast du vor, Kolja? Wie willst du es machen? Na, ich habe hier zum einen das Gemüse und dann sind dummerweise noch die Kapern aufgetaucht. Dass ich werde ein Gemüsegratin mit Kapern Hollandaise machen. Ja. Dann habe ich den Schweinebauch vom Knochen befreit. Der dir ja auch Sorgen gemacht hat. Naja, normalerweise würde ich so einen Schweinebauch jetzt mit Knochen schmoren oder weich kochen und dann nachbraten. Ich habe ihn jetzt einfach, das sieht man hier, von den Knochen runtergenommen. Und dann bleibt eben hier auf der einen Seite hier dieser Knochenstrang, wo jetzt noch relativ viel Fleisch dran ist. Und quasi dieses blanke Stück mit Schwarte übrig. Ja, Wahnsinn. Das habe ich gerade eben ein paar Minuten mit der Schwarte im Wasser ein bisschen gekocht. Dann wird die Schwarte weich. Man kann sie sehr schön einritzen, ist nicht so zäh. Mhm. Und jetzt habe ich das Ganze hier hinten. Also der Trick ist Wasser, ja? Ofen. Einmal Wasser ziehen lassen. Einmal Wasser ziehen lassen, ganz leicht anköcheln. Ja. Dann funktioniert auch der Schweinekrustenbraten zu Hause viel besser. Und jetzt, schau hier, jetzt habe ich hier auf der Schwarte, ich hole gerade noch die Pinzette, auf der Schwarte dieses Stückchen wunderschönen Schweinebauch, muss man sagen. Super. Hier in der Pfanne drin. Warte mal, gib uns eine Chance, das einmal zu sehen. Jetzt schau mal. Herrlich. In der Pfanne, in Olivenöl, 180 Grad, aber auf den Boden unten gestellt. Dass das jetzt langsam das Fett unten ausbraten lässt. Dann habe ich 180 Grad im Ofen. Das Fett fließt dann raus. Das Fett fließt raus aus der Schwarte. Die Schwarte wird krosser, wird knuspriger dabei. Ja. Es bleibt beim Schweinebauch natürlich immer ein bisschen Fett über. Aber da kann jetzt nicht so viel passieren, weil der Bauch ja sehr durchwachsen ist und nicht so schnell trocken werden kann. Aber man muss das mögen, ne? Es riecht unglaublich nach Schwein. Ist halt, ne? Ja, ja, klar. Das ist halt wirklich auch Schwein. Es ist Schwein, aber es riecht, wie du sagst, es riecht wirklich stark nach Schwein. Ja. Wie kann man das nehmen, so ein bisschen brechen, diesen sehr intensiven Schweinegeruch? Mit kräftigen Gewürzen. Man kann es brechen, indem man es vorher, wenn ich einen Schweinebraten mache, dann bereite ich den so vor. Das Wasser kippe ich aber weg, da ist schon mal ein bisschen von diesem schweinernen Geschmack drin. Dann reibe ich das Fleisch mit Kümmel und mit Salz und mit Knoblauch ein und lasse das über Nacht ziehen. Okay. Das Salz wird wieder ein bisschen abgenommen, aber das hilft schon mal ein bisschen was von diesem Geschmack rauszuziehen. Weil das ist würzt natürlich auch entsprechend, aber es hilft. Aber unbedingt. Es ist in der Tat penetrant. Schau mal, der Alfons. Kolja, vielen Dank zunächst mal. Ja, ja. Sag uns bitte Bescheid, wenn du da weiter rangehst. Wir schauen jetzt einmal hier bei Alfons, der jetzt die Leber hier macht. Alexander Herrmann ist mit seinen Garnelen zugange. Die sehen grandios aus, sag mal. Schön glasig. Ja, so. Eure Qualität. Bei der Garnele steht's und fällt's mit der Qualität. Ja, aber nicht nur, oder? Hast du da jetzt relativ wenig Hitze drauf? Ja, ne? Besonderes Geschick bei der Wahl der Temperatur ist vielleicht noch ein kleines Detail dabei. Ja, also nicht zu heiß. Man sieht hier, dass es schön brutzelt. Ein bisschen Temperatur braucht es ja, weil dann bilden sich so kleine Röstmomente. Die sind bei der Garnele besonders schön. Deswegen habe ich mich entschieden, jetzt kein Tartar zu machen, weil ich ja aus diesen Köpfen und aus den Schalen einen Sud gemacht habe. Ich mache da so eine lauwarme Vinaigrette. Ja. Und mehr weiß ich ja noch nicht. Okay. Aber das ist doch schon mal ein guter Anfang. Aber was ist das hier? Eine Mango, ne? Das ist die Mango, ja. Also auch schwer, oder? Okay. Ja, Mango und Garnele passt sehr gut. Das ist wahr. Passt sehr gut.
So. Alfons hier mit der Leber. Und dazu kommen wir gleich. Ich will zunächst noch mal den Ali fragen, wie es denn hier hinten läuft. Da werden gerade die, wird die Ananas angebraten. Ja, es läuft, ne? Also dafür, dass du vorhin so panisch warst, Ali, läuft es verdammt gut für ihn. Ja, ich gebe mir Mühe. Mhm. Hallo? Ja. Was hast du da drin? Das ist, was ist das? Das ist, was war das eben hier? Ich glaube, Whisky war das. Vorsicht, flambieren. Können wir einmal Licht runter? Oh. Oh. Wow. Wow. Super. So, jetzt hast du praktisch nur noch den Geschmack da drin. Genau, jetzt habe ich nur den Geschmack. Also, ich weiß, was habe ich gemacht? Ich habe hier Vanilleeis laufen. Oh, das ist sehr gut. Damit machst du mir eine große Freude, Ali. Ja? Ja. Vanilleeis habe ich laufen lassen. Es war ein bisschen wenig Zucker da. Dafür habe ich etwas Honig von dem Honigkäbis was dazu gegeben. Das ist ein, das muss ein Blütenhonig sein, ne? Vom Feld. Nicht aus dem Wald, weil der ist dunkler, deutlich dunkler. Und Akazie wäre noch heller. Genau. Und normalerweise musst du es aufhängen. Hast du es aufgehängt? Das kenne ich aus der Türkei. Wir haben selber auch in der Türkei gehabt, warm. Ja? Ach so, ja. Und dann kriegst du schön Türkei runter. Ne? Mhm. Aber ich habe hier nur das Geschmolzen jetzt genommen. Kannst du selber türkischen Honig machen? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das machst du selber? Ja, als Petitfour geben wir das. Oh, also im Restaurant. Das schmeckt so grandios, finde ich. Was ist denn da drin eigentlich genau? Eiweiß, Honig. Ja. Dann sehr viele Nüsse, Kohlblatten. Also es ist eigentlich ganz einfach, wird das gemacht. Oh, das du musst gut. es perfekt machen, weil sonst das darf keine Feuchtigkeit ziehen. Also, das ist staubtrocken, ja. Und macht auch den Zahnärzten sehr viel Freude in aller Regel. Ja, ist so ein Blombenzieher, ne? Ja, brutal. Ja, auch weil es so hart ist manchmal. Ne? Mhm. Muss das hart sein oder weich? Den gibt es ja in zwei Konsistenzen. Da weich ist schon. Es muss so sein, dass es angenehmer ist. Ne? Okay. Angenehm ist, also auch im Mund. Und dazu, super. Das ist hier Salz oder Zucker, gewesen? Zucker. Ja, ich muss jetzt ein bisschen Freestyle kochen, ne? Ja. Und also Ananas, Scheiben geschnitten, innen Strunk ausgestochen, raus. Dann Ananas angeschwitzt in Butter, etwas Zucker dazu. Dann Zitronengras, Vanille, super. Whisky abgelöscht. Mhm. Ne, flambiert habt ihr gesehen. Dann mit etwas Orangensaft aufgefüllt. Das werde ich jetzt runter reduzieren. Also, die Ananas soll darin eigentlich garen. Das heißt, ich möchte eine geschmorte Ananas machen eigentlich. Mhm, eine geschmorte Ananas mit, was lachst du jetzt? Über die Formulierung. Ich möchte eine geschmorte Ananas machen eigentlich. Ja, ne? Das kriege ich auch hin. Dann. Dann hast du was noch? Nee. Und dann werde ich eine zweite Sache machen, indem ich Creme fraiche, ich werde so einen Zitronen-Creme fraiche machen mit Nüssen und Granatapfel. Super. Boah, das ist aber super. Und die meisten wissen nicht, wie man Granatapfel eigentlich. Wie man den da rauskriegt. Ja. Also nicht einzeln, ne? Umdrehen, Löffel nehmen, zack, 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 draufhauen. Immer zack, zack, zack dabei sagen. Sehr gut. Sehr gut. Ne? So, ja? Das ist das Ergebnis dann. Ja. Hier kann man sehen. Genau. Kriegst du es hin? Kriege ich auch hin, ja. Also, ja, schau. Eins vergisst du, zack, zack, zack musst du. Ah, ja, entschuldige, zack, 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 ja. Herrlich, genau. Ist leicht. Aber das ist ein Top, ne? Ja, super. So ist es perfekt. Okay, ich glaube, ich muss dich kurz verlassen. Und bevor ich dich allerdings verlasse, will ich noch wissen, Ali, die Honigwabe, nimmst du die im Ganzen jetzt? Oder nee, ich werde nur einen kleinen Teil davon, nehmen, das kann man ja nicht essen, das ist ja. Das geht ja gar nicht. Das ist eigentlich Wachs, ne? Das ist Wachs, ja. Das kannst du auch nicht essen. Das ist Ich habe mit 7 Jahren habe ich Heuschnupfen bekommen. Ja. Habe ich immer noch so ein bisschen. Aber früher hat man gesagt, wenn man auf so einer Honigwabe kaut, dann bildet das quasi Immunstoffe. Antikörper, also mit dem Honig, aber auch das Wachs kauen. Und hat es funktioniert? Später rund? Nö. Nee. Aber trotzdem. aber es ist trotzdem, man fühlt sich irgendwie so wie so ein Indianer, der auf der Prärie. Ja. Von Bienenstock ausgebaut. Aber trotzdem schön, dass du uns die Geschichte erzählst, Kolja. Das finde ich gut. Weil man Markus, kann nie wissen. Danke dir. Du hast es super gemacht. Sehr gerne. Und ich mache mich jetzt auf die Socken, weil da vorne richtet, glaube ich, Alexander schon an. Ne? Ja, also ich bin in den letzten Zügen. Cornelia, wie geht's dir? Ja, ist alles super. Sellerie hier. Was ist das hier? Ich habe mich doch anders ein bisschen entschieden. Ich mache eine kleine Koriandersoße zu meinem Fenchel Süßkartoffelgemüse.
Okay, was hast du da drin? Da habe ich jetzt diese Korianderkörner hier gemahlen, habe ein bisschen Butter braun werden lassen, also Nussbutter gemacht, dann ein bisschen Korianderkörner dazugegeben, mit etwas Zitronensaft abgelöscht und jetzt mit Sahne und ein bisschen Neulipra aufgefüllt. Also aber noch gar nichts dran, ne? Mhm. Naja, aber es ist fein, ganz, ganz fein. Ja, kommt. Super. So, und den Fisch, den sehen wir hier noch? Den Fisch, den werde ich jetzt langsam einlegen und in Olivenöl schon mal anbraten. Und dann zieht er so ganz langsam auf 80 Grad im Ofen weiter durch. Okay. Und mit dem Fenchelgemüse bin ich noch nicht so richtig Freund, aber da kommt noch was. Aber Fenchel ist doch was Feines, oder? Super, super, super. Ich finde, Fenchel ist ein so tolles Gemüse. Absolut. Alfons, wofür ist Fenchel gut oder wogegen? Ja, in erster Linie mal für den Magen, für den Darm, ja. Ehrlich, ja? Ja. Na gut, Magen, also bei und Kindern. Und die Mesopotamien, also 5000 Jahre vor Christi, hat man, wenn jemand Lungenentzündung gehabt hat, hat man den Fenchelwickel gemacht. Und man weiß heute noch, dass das wirkt. Da sieht man einmal, dass die gar nicht so blöd waren. Ja, früher. Zweistromland, interessant. Bin ich neulich mal drüber geflogen. Das ist ein faszinierend schönes Land, muss man wirklich sagen. So, Alex. Ich habe jetzt dann, nachdem der Sud fertig war, dann doch im letzten Moment noch die Idee. Das wird also quasi jetzt ein kleiner Salat von Radicchio, Mango und geröstetem Brot mit gebratenen Garnelen. Und dazu mache ich halt noch so ein bisschen diesen Schaum schon mal. Da können wir ein Buch machen, nur mit dem Titel eigentlich. Ja. Mit dem Namen dieses Gerichts. Also du meinst, ich sollte pointierter werden? Ja. Hm. Wir könnten es nennen eine fränkische Garnelenfantasie. Ja, okay. Weißt du was, das nehme ich gerne so an. Ja? Eine fränkische Garnelen. Weil es sind ja Groudon dabei. Groudons? Das ist ja ein klassisches fränkisches Produkt. Absolut. Der Groudon. Ja, genau. Ich glaube, das haben die Franzosen uns irgendwann einmal geklaut. Ja. Die Jahreszahl, die weiß der Alfons. Ja. Und von der Seite raus ist es fränkisch. So. Groudons hatten wir schon lange nicht mehr im Programm, ne? Ja, das ist Groudons, das Groudon ist ja der natürliche Verwandte vom Gradin. Ja, die kommen aus derselben Abstammung. Es gibt aber auch im ausländischen Bereich Verwandtschaft, wie zum Beispiel das Ratatouille. Ja, das Ratatouille, wobei relativ viel Verwandte in Italien sind. Was ist mit Spaghetti? Na, Ciabatta. Ciabatta. Spaghetti ist quasi mehr oder weniger dritter Grad Verwandtschaft. Aber Ciabatta ist sehr Ciabatta, ja. Oder hast du vielleicht auch, den mögen sie nicht? Das ist der Bruder Tagliatelle. Und jetzt ist Maria. Okay, komm. Herrlich. Also, ich wäre soweit angerichtet. Alfons, wir bräuchten dich jetzt einmal hier. Ich kümmere dich um deine karamellisierten Birnen. Ich glaube weniger, dass du dich kümmerst. Aber glaubst du weniger? Nee. Ah ja, komm, aber wieso traust du mir das nicht zu? Hier ist es auf Bayerisch so scheißegal, ob ich fertig werde. Na, jetzt, oh, ja, jetzt komm aber. Jetzt hör mal auf, jetzt wird nicht. Jetzt hör mal. Cornelia, wir bräuchten dich auch. Kolja auch. Ja. Was brauchst du? Geklärte Butter. Geklärte Butter? Ja, hier eben irgendwo. Ali, dich brauchen wir auch. Sofort. Und zwar jetzt. In dieser Minute. Um einmal zu probieren. Probieren sagt ihr auch, oder? Probieren? Probieren. Ja, du darfst das P und das B gar nicht, wie soll man sagen, unterscheiden. So betonen. Betonen. Ja. Du musst es einfach runder reden, als wäre es das P. Runder und dabei reden. Ist es das B. Aber das Geheimnis ist auch, dass aus jedem T ein D wird. Im ja, wir sind halt didaktisch reduziert. Wir verkürzen das Alphabet um zwei Buchstaben, eigentlich um drei. Ja. Statt K und G ist eins. Ja. P und B ist eins. Und T und D ist eins. Das ist sehr praktisch. Wird das auch in der Schule so gelehrt? Ja. 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 Deswegen ist ja der Franke manchmal weiter vorne. Ja. Ist ja klar. Genau. Genau. Wir denken auch schneller dann. Salut. Ja. Weil wir müssen über die Busch. Ja, bei so Überraschungsmenüs verändern sich auch gewisse Momente im Kopf. Ja, man wird da das komisch wunderbar, manchmal. Wunderbar stimmig. Kokos, super, Mango, der Garnele. Die Groudons. Ja, der Kohle war ein paar Mal bei mir, also das heißt, der wird natürlich dann assimiliert. Ja. Ne? Weil du kannst ja sonst auch gar nichts bestellen im Restaurant. Ciabatta. Ciabatta, ja. Ciabatta finde ich super. Kolja, was sagst du im Detail? Du, ich möchte am liebsten nichts sagen, wenn ich einen Mund voll habe, weil ich möchte dann gerne mal reinhauen. Das schmeckt toll, das ist ne? Wunderbar, also das könnte so auch auf der Karte stehen. Finde ich auch. Finde ich absolut auch, Alex. Definitiv. Wunderbar, toll. Super, schmeckt mir sehr, sehr gut. Alles in sich stimmig. Garnelen mit, hier mit den Mango. Mango, das bitte.
Danke. Bis bitte hier von dem Chicory. Super. Bis hier von dem Gewürzaromen-Curry. Toll gemacht. Gut. Super. Cornelia hat probiert? Ich habe probiert. Da sieht man es wieder. Tolle Produkte, toller Koch, super Teller. Passt, da kommen alles ein paar super günstige Umstände zusammen. Ich muss aber auch sagen, dieses Mal sind die Zusammenstellungen wesentlich netter geraten als in vielen vorhergegangenen Sendungen. Das ist wahr. So ein Gummibärchen und so ein Zeug. Ja. Ne? Nein, wir haben gedacht, nein, sehr angenehm. Lakritze ist Lakritz, zum Beispiel, weißt du das noch? Ja, Lakritz zur Garnele wäre jetzt dann schon irgendwie, wo du sagst, naja, man kann es schon machen, aber man muss es nicht essen. Ne? Ja. Ja, deswegen bin ich, also man muss halt sagen, die Kombination ergibt sich natürlich aus dem Warenkorb. Und da muss ich auch großes Kompliment an euch geben. Da ist ja schon sowas wie das Röstbrot oder das Bauernbrot schon, wo man sagt, wie geht das zusammen? Aber genau das finde ich eigentlich schön. Ich habe da lange Nächte wachgelegen, bis ich das so hatte. Alfons, ich brauche dich jetzt einmal hier. Alfons, schau hier, Alfons. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt hat er bloß ein Salatblatt gegessen. Was ist denn jetzt los? Soll ich das schneiden? Können wir das leicht skeptische Gesicht von Herrn Schubeck mal in Großaufnahme sehen? Am Salatblatt konnte ich die Qualität dieses Tellers nicht erkennen, Herr Blatt. Sagen wir mal so. Wenn das jetzt lauwarm wäre, dann gebe ich einem Kolli recht. Kannst du sofort, das ist richtig gut. Ja, aber richtig gut. Ja. So, ist zu kalt. Ich bin ja der Letzte, der das ist so kalt. Ja, ja. Hast du recht. Dieser asiatische Ton kommt da wunderbar durch. Gut, die Garnelen, die brauche ich nicht probieren, weil wenn er das jetzt nicht braten kann, dann kann er es nie mehr braten. Und diese Gruttung finde ich auch ganz witzig. Also, das finde ich eine gute Idee. Das ist knackig hier. Kannst du bitte mal den Sud aus der Sauteuse löffeln? Ich bin fast schon beleidigt, wenn du das nicht tust. Das tust du gut. Immer. Mhm. Also. Musst aber übrigens aufpassen, Leber sollte man nicht so heiß essen. Ich esse das Leber nicht. Ich muss auf ihn aufpassen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit gegenüber meinem Gericht, Herr Schubeck. Das finde ich als wahre Ehre. Und es schafft ewige Verbundenheit. Wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie die ein oder mehr. Die anderen haben es ja schon alle gesagt. Das Gericht ist in sich stimmig. Für die Schnelle, mit dem man gefunden hat, hier ist zack, 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 schnell zusammen. Und das schmeckt einfach. Die Soße schmeckt. Das ist der Höhepunkt. Das kann jeder Depp. Das ist gut gemacht. Das ist gut gemacht. Und schön, dass du jetzt auch noch mal Schokolade reinklopst hier. Ja. Ne? Ja, nicht vielleicht. Naja, aber ich weiß gar nicht, warum da jetzt so gelacht wird. Das kann jeder Depp. Ich meine, das ist in Bayern. Also quasi mehr oder weniger, das ist, da fühlt man sich gelobt. Merkst du, was in deinem Körper vorgeht, wenn du diese Soße probierst? Ich sollte übrigens sehr wenig probieren davon. Ja, das weiß ich jetzt auch. Weil durch den Schaum da oben ist er etwas milder. Wenn du aber richtig reingehst, dann hast du dann nachher auch, ich meine, das ist auch gut, diesen Schlackt. Ja. Boah. Das ist als Feuerspucker arbeiten. Das ist schon eine Chili-Paste. Das ist ja Wahnsinn. Aber findest du das jetzt zu scharf? Ich habe gerade was abgekriegt, das war Wahnsinn. Ich glaube, dass der Schubeck da noch was reingeschmuggelt hat. Ja, deswegen wollte er auch nicht probieren. Ja. Und ich habe mir erst noch gedacht, ob ich das als Soße mache. Das ist doch schön. Ja, wenn es zu scharf ist. Das ist voll schön. Mit Schärfe hast du wirklich ein Problem. Ja, ist wahr, ja. Ich mag zum Beispiel gerne etwas mehr Salz als andere Menschen. Ja. Kenn ich. Wir reichen einmal Prosecco hier. Und ich würde jetzt gerne Ihre Aufmerksamkeit einmal richten hier auf dieses Pfanderl hier, in dem der Herr Schubeck gerade herumzeichnet. Das ist eine Soße, die gebe ich jetzt in die Regie. Die Soße ist super, ja? Ja. Also ich habe jetzt einreduziert den Cognac. Ja. Ich habe ein bisschen Portwein noch dazu geholt, habe dann einreduziert diesen Fond. Habe etwas orange Zitronen eingegeben, habe die Trüffelscheiben da drin ganz kurz ziehen lassen, damit ich ein bisschen raffinierteren Geschmack kriege. Habe die Leber ein ganz bisschen angebraten in brauner Butter. Habe jetzt einen Zimt dazu, ein bisschen Vanille und jetzt habe ich es glasiert mit diesem Fond. Habe die Birnenspalten dazu gegeben, habe Sesam verarbeitet in den Blätterteig drin. Also das, was du mir angeschafft hast, habe ich jetzt willenlos gemacht, Markus. Und das finde ich extrem gelungen, diese Soße. Wie nennen wir dieses Gericht, Alfons, ist die Frage. Das ist eine glasierte Geflügelleber. Also eigentlich war es so, eine glasierte Geflügelleber mit lauwarmen Krautsalat.
der mittlerweile leicht erkaltet ist. Weil deswegen der Markus sollten wir schnell essen, Cornelia. Kolja, schau mal hier, Gabel für dich. Ich komme jetzt selbst vorbei, weil sonst, danke, sonst kommt ihr nicht in die Gänge hier. Bitte. Ja, das ist interessant, Kolja, was du da gerade machst. Da müssen wir gleich noch mal drüber reden. So, ich finde die Soße Alfons auf jeden Fall sensationell. Nein, die ist toll. Die schmeckt grandios, ganz ehrlich. Aber da muss man sagen, am leichtesten, wenn Sie zu Hause so mal nachmachen und haben alle diese Zutaten nicht, dann deren Sie einen Portwein ein bisschen reduzieren mit Zucker und deren einen Löffel Butter. Wenn es nicht mehr kocht, nein, und lassen das emulgieren. Und dann tust du es drüber. Das ist die alte klassische Rotweinbutter oder Portwein, genau. Und die schmeckt einfach immer. Ja, ist großartig. Wunderbar, ganz toll. Bis gleich. Okay. Sozusagen, es interessiert mich überhaupt nicht. Nein, nein, wunderbar. Du wirst die Einzige sein, die das Gericht ein bisschen in das Licht hebt, weil vom Herrn Lanz kann ich nicht verlangen. Ich nehme das jetzt auseinander, Alfons. Ich finde es grandios. Gerne. Du weißt ja, ich esse gerne Leber. So, ich ganz, ganz gut. Wirklich, Alfons. Ganz toll. Kompliment. Die Leber, Alfons, die ist so. Die hat eine Konsistenz. Ist da irgendwas? Ja, die bröselt so leicht. Ist das normal? Ja, so, ich weiß nicht, wo die Leber her haben. Ja. Ja. Aber ich habe das genommen, was mir du gegeben hast. Nee, ich weiß. Nein, aber. Aber die ist okay, ne? Da kann nichts passieren. Dir jetzt nicht mehr, aber jetzt hast du schon gegessen. Ja. Cornelia, sag mal. Ja. So, erstmal aufessen, weißt du? Ja. Also Leber und Trüffel, die lieben sich ja sowieso. Und die leichte Süße vom Portwein mit der Birne bringt natürlich eine tolle Verbindung und lässt auch noch mal den Geschmack der Trüffel oder unterstützt den Geschmack der Trüffel noch mal schön. Alles gut? Und dieser kleine getrüffelte Kohlsalat ist auch super. Verstehen? Gut. Sie wollte sagen, Markus, es schmeckt dir ausgezeichnet. Ja, ich war abgelenkt. Ich dachte, Motto, lass mich schnell wieder gehen, was zu meinem Gericht. Das ist das Sechste. Das ist extrem, ne? Ja, ja, genau. Ja, das ist der Wahnsinn. Ja. Und ich sag mal so, die ist super. Gut, dass wir eine gute Klimaanlage haben, die auch funktioniert. Weil von links doch Röstaromen durchkommen jetzt. Aus dem Bereich da hinten. Ja, gekocht wird immer noch mit Feuer, nicht? Und nicht mit warmer Milch. Alex, erzähl mal. Ich muss euch trotzdem sagen, ich finde es immer toll, in 30 Minuten oder 35 Minuten aus dem Nichts was gezaubert wird. Da sieht man, dass die Jungs richtig kochen können. Das gilt auch für dich. Ja. Aber ich habe sehr gut. Ich finde den lauwarmen Krautsalat super. Super gelungen. Auch hier die Leber schön glasiert mit dem Trüffel und mit der Birne passt super zusammen. Die Geflügelleber hat halt immer, ich weiß es selber, aber die Geflügelleber... Boah, sei halt nicht so. Lass sie halt mal loben. Entschuldige, aber die Geflügelleber geht ja wahnsinnig schnell durch. Ja, aber so ist es perfekt. Ich mag es auch nicht so. Viele denken, Geflügelleber muss man durchbraten. Ich mag es auch nicht. Ich mach's auch so. Mhm. So, ich muss... Aber schon mal anders? Bitte? Reden wir doch nicht anders. Ja, wenn es dann übersieht, weißt, dann ist es gleich durch. Das dann, ja. Und dann wenn es ein bisschen zu heiß angeht, dann ist es die ist schneller durch, ja? Die ist ganz schnell durch. Ja. Okay. Alexander, wie findest du? Ich finde sowieso generell das Geheimnis, wenn man zu Hause kocht oder wenn man kocht, hat ja nicht nur damit was zu tun, dass man die Garpunkte und so weiter trifft, sondern vor allem das Verständnis für die Aromen. Und was soll man jetzt in diesem Fall sagen? Nicht nur natürlich, dass auch wie bei mir und wie bei allen die Grundprodukte gut zusammengepasst haben, aber wenn der Herr Schubeck, der quasi länger kocht, als ich alt bin. Das sagt nichts. Das sagt nichts. Es dann immer wieder hinkriegt. Warum? Das ist für mich natürlich immer ein schöner Moment, weil ich sage, an dem kann ich mich aufrichten. Ja. Das war aber jetzt nett. Jetzt aber ehrlich. Ja, ja. Das war schon. Sagen wir mal so. Brauchst nichts dazu sagen. Ich habe gerade die Kurven gerissen. Ja, von wegen. Die Kurve. Nein. Ich wollte es spannend machen. Das ist ganz toll. Schmeckt super. Das ist wirklich toll. Also, ja, ich großes Kompliment. Du solltest mal was mit Kochen machen, Alfons. Vielen Dank. Also, du solltest öfter selber kochen. Vielen Dank. So, ganz toll. Cornelia. Es ist übrigens ein Gerücht, also es stimmt schon, dass wir uns mögen. Ne? Ihr beide? Ja, generell, alle hier. Alle hier, ja, das stimmt. Ja, weil das immer wieder heißt. Das Nein, wir sehen uns doch auch sonst häufiger mal. Muss das und das hat ja auch was mit Zuneigung zu tun. Na gut, bei dir ist es. Weil er bei den Rotwein hat. Ja, klar. Das
Alfons, wie geht's dir sonst so? Wie ist dein Leben? Du, es ist interessant. Ja? Das ist, kann ich wirklich sagen. Macht richtig Spaß, jeden Tag. Also ich bin ja einer, der, also ich finde überhaupt, wenn er einen Beruf hat, wo Leidenschaft ganz wichtig ist und wenn man dort noch diszipliniert ist und wenn man die Disziplin zur Leidenschaft macht, dann macht es jeden Tag richtig Spaß. Du freust dich praktisch am nächsten Tag schon, dass du wieder Gas geben kannst. Und solange du keine schlechten Gedanken hast, kannst du auch nicht krank werden. Glaubst du das wirklich? Das glaube ich zu 100%. Und über diesen Satz also denken Sie jetzt mal nach. Ich erinnere mich, wenn Cornelia anrichtet. So, ich habe auch fertig. Ich wollte nur sagen, ich erinnere mich an diesen schönen Satz, den der Alfons mir mal in seiner großen Altersweisheit gesagt hat. Er sagte zu mir, wenn mir einer den Reifen aufsticht, überlege ich nicht eine Sekunde, wer es war, sondern überlege nur, wo kriege ich einen neuen Reifen her. Ganz genau. Weil der ist ja schon kaputt. Aber machst du das wirklich so? 100%. Ich bin auch keinem beleidigt und ich lasse auch kein Rümpfig zu, weil warum soll ich meinem Gehirn also im Arsch zulassen, den ich sowieso zu meinem Leben nicht brauche. Also kriegt er keinen Zugang. Das sind 5 Minuten, wo ich mich ärgere, so ein Hans Wursten, der es nicht wert ist, dass man ihm das Auge widmet. Verstehst du das? Also weg damit. Und wenn die Leute disziplinierter mit sich selber, und es gibt einen Spruch, sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist, machen würden, dann würde so manches rümpfig auf der Straße stehen, verstehst du? Und die anderen würden besser miteinander können. Hast du recht. Also, Alfons, probiert jetzt schon mal das Essen von Cornelia. Ich habe schon probiert, das ist super. Cornelia, wie nennen wir das, was wir hier sehen? Ich würde das einfach mal Königsmakrele im Parmaschinken nennen. Auf einem Koriandergemüse. Mhm. Oh. Du brauchst den Fisch auch gar nicht mehr groß würzen, weil dieser Parmaschinken natürlich einen wunderbaren Geschmack abgibt. Und ja, das war meine große Frage, als Cornelia sagte, also im Kopf habe ich mich das gefragt die ganze Zeit, wenn du jetzt diesen doch salzigen Schinken da drüber packst, weißt du, nimmst du dann nicht dem Fisch zu sehr den Geschmack? Ihr dürft auch das Richtige essen. Ja, aber Alfons sagte gerade schon ganz... Nein, mach mal, schneid mal an. Es sieht wirklich schön aus, ja. Sagen wir mal, wer auch immer diese Zusammenstellung gemacht hat, der hat das wahrscheinlich zu Hause schon mal vorgekocht. Ja. Weil der Fisch verträgt wirklich ein bisschen jemand, der ihn einen gescheiten Mantel gibt, der ihn wärmt, also geschmacklich wärmt. Mhm. Und das ist wirklich etwas, wo der Fisch noch mal an Fahrt aufnimmt und an Geschmack gewinnt. Und das Gemüse hier, Fenchel, ganz, ganz fein, ne? Na, das Fenchel. Fenchel, Spinat, Süßkartoffel. Die Süßkartoffel kann ja ganz schnell auch so schwer sein, wenn man die jetzt als Püree oder gestampft macht. Und deswegen habe ich die einfach so ganz dünn mit so geraspelt, geraspelt und einfach mit drunter gegeben. Alex, was sagst du? Vor allem brate mal den Fisch so, dass es außen wirklich knusprig ist, innen drin alles saftig. Das ist das, was wir unter Handwerk verstehen, dass das natürlich die Cornelia kann, ist klar. Aber die Gesamtkombination ist sehr stark. Das möchte ich jetzt hier nicht verraten. Nein, ich hab wirklich ein paar von diesen schönen Gewürzen genommen, habe gar nicht gesalzen, erstmal den Fisch, habe ihn eingepackt in den Parmaschinken und dann wirklich in heißem Olivenöl kurz von allen Seiten angebraten, habe ihn langsam bei 80 Grad im Ofen ziehen lassen. Okay, und also so das hingekriegt mit dem Krossen. Und der ist innen auch so, wie du ihn haben wolltest. Und ich habe dann hinterher noch mal ein Stück probiert. Ja, der ist so, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Perfekt. Oder haben wollte. Perfekt. Hat Kolja schon probiert? Nein, noch nicht. Kolja, warte mal, hier ist eine Gabel. Schau mal, schau mal. Genau, Ali hat auch noch nicht probiert. Aber ihr seid heute ein bisschen im Stress, ich merke das schon. Das setzt schon unter Druck, oder? Wenn du jetzt hier vor einem großen Publikum versuchen musst, was Vernünftiges zu machen, aus etwas, was du nicht probieren konntest. Markus. Auf der einen Seite musst du respektvoll probieren und das Gericht würdigen. Genau. Und auf der anderen Seite musst du natürlich schauen, dass du dein Gericht fertig bringst. Und wenn du jetzt noch nicht dran bist, wir können ja hier die große Klappe haben und sagen, super, super, wir waren ja schon dran. Aber da hinten brodelt es ja noch. Ja. Und Ali, da raucht's richtig. Hat er zum dritten Mal noch mal alles angesetzt und das finde ich ja gut und wäre trotzdem fertig. Super, Kolja hat ja auch das eine oder andere noch mal angesetzt. Ja, aber ich war das Einzige, dass das Schwein nicht mehr weglaufen konnte, aber der Rest war ja... Das ist, Cornelia, das ist das sensationell gelungen, das muss man mal sagen. Ja? Absolut. Ali, das Schöne ist, was sagst du? Die Mischung aus Gewürze, kräftige Aromen. Das harmoniert alles miteinander, schmeckt sehr, sehr fein. Auch mit dem Schinken hier.
Gut gemacht. Ich muss weitermachen. Wäre das mal eine Idee? Hast du das sowas schon du, ganz mal im so Ernst, gemacht ich, in dem Mantel? Nee, also in dem Mantel habe ich schon mal einen Fisch gebraten, aber ich habe irgendwie auch so gedacht, schmeckt irgendwie fast zu gut. Da könnte man mal noch weiterdenken, noch zwei, drei Sachen. Ja. Und, ja, ne? Was wäre der weitere Gedanke? Ich habe im Nachhinein den Ingwer gesehen, den könnte ich mir da in dem Gemüse noch ganz gut vorstellen. Mhm. Aber ansonsten würde ich eigentlich nicht viel verändern. Ich finde auch Koriander als Soßenbasis eigentlich gut, ne? Ganz schön, also Korianderkörner. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Also, wunderbar. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich. Wollen wir mal eine Station weiter? Kolja, was ist denn da vorhin passiert? Eben. Als plötzlich die Luft geschwängert war von Röstaromen. Das war das Fett vom Braten der Koteletts, was ich da hinten in so eine Schüssel mit Wasser getan habe. Damit es ganz einfach, ja, damit es nicht irgendwo rumbrennt. Aber dann geht natürlich das heiße Fett ins Wasser. Man sollte da auch zu Hause sehr vorsichtig mit sein, wenn man das nämlich vom Verhältnis viel Fett in wenig Wasser macht. Dann verdampft das Wasser und reißt das Fett mit nach oben. Und zu Hause zählt das dann unter die Rubrik Versicherungsfälle, Haushaltsunfälle. Das ist gar nicht so witzig. Wenig Fett in viel Wasser. Nee, viel Fett in wenig Wasser, genau. Dann verdampft durch die Hitze das Wasser direkt. Genau. Und das verdampfende Wasser zieht die Fetttröpfchen mit. Ja. Und wenn man gerade reinschaut, wie viel ist denn da, dann hat man halt das ganze Fett im Gesicht. Das ist überhaupt nicht lustig. Ungut. Ungut. So, also, jetzt machen wir es mal fertig. Dann nehmen wir jetzt halt die Currybrombeeren. Und was hast du hier gemacht? Ich habe das Fleisch angebraten. Also erstmal ein bisschen gehackt, angebraten, damit der Saft nicht mehr austritt. Dann habe ich Polenta-Grieß gemischt mit ein wenig Thymian. Und habe es nach dem Braten noch mal kurz da reingedrückt. Polenta und Thymian passt gut zusammen. Ja? Polenta, Thymian sind sich schon mal begegnet. Und deswegen passt es gut zusammen. Kannst du uns mal einen Namen für dieses Gericht nennen? Flucht aus Alcatraz. Ja. Weil Flucht aus Alcatraz, das wissen wir ja aus den Geschichtsbüchern, ist nicht möglich gewesen. Und das ist eigentlich auch nicht möglich. Das ist, ja, wie nennen wir das? Das ist eine Kapern. Kapern-Polenta-Gemüse mit zweierlei vom Maisschwein mit in Currybrombeersoße. Man redet sich um Kopf und Kragen bei sowas. Ja. Wir nennen das Flucht aus Alcatraz. Ja. Alfons hat probiert. Ist Fleisch sehr, sehr gut. Ist super, ne? Finde ich auch. Fleisch ist super, super gut. So, darf ich am entschuldige, als Moslem auch mal Schwein probieren? Ich habe es mir nicht getraut zu sagen vorhin, aber bist du gläubiger Moslem? Also okay, ich esse schon. Du isst Schweinefleisch. Er ist in München aufgewachsen mit der Bratwurst. Komm, machen wir daher. Danke. Sonntags haben wir 300 Schweinebraten verkauft in der Lehre. Weißt du, verkaufen ist die eine Sache, aber selber essen ist was ganz anderes. Ich ja gerade. Ja. Kannst du den Unterschied jetzt schmecken zwischen dem, sagen wir mal, Maisschwein und dem normalen Schwein, Ali? Schmeckt man das? Soll ich ehrlich was sagen? Ja. Ja, das normalerweise immer so. Ich schmecke es nicht. Weißt du warum? Ne? Weil ich eigentlich überhaupt gar kein Schwein bei mir im Restaurant mache. Mhm. Aber es ist sehr zart, es ist gut abgeschmeckt, es schmeckt sehr gut mit den Brombeeren. Mhm. Das Gemüse ist top. Wenn ich so ein Gemüse kriege als Gemüseteller, dann wäre ich froh so. Und super, alles gut. Ja, gut gemacht. Toll. Cornelia, was sagst du? Also, als erstes muss ich mal sagen, allergrößten Respekt vor Kolja, weil als ich die Schweinerei da gesehen habe, auch zu meiner Linken, habe ich gedacht, oh Gott, wie schön, dass du das nicht hast. Ja? Ja. Weil das sind ja Berge von Schweinen, die auf dich zugerollt kamen. Hast du denn, ich meine, das stimmt. Das Einzige war, dass wir nicht weglaufen konnten. Ja, also das ist wirklich größter Respekt und ich finde, es ist grandios gelungen. Es schmeckt alles voll, super, gut. Boah, na dann. Ich habe da gerade Salz drauf gemacht, ne? Ja. Ordentlich Salz. Ja. Das für mich länger, eigentlich aber länger. Die Koteletts sind richtig, richtig gut. Innen noch ein bisschen saftig, schau hin hier. Richtig gut gelungen. Kompliment. Und die haben auch einen guten Geschmack, gell? Toll. Alexander? Ja, das. Ich finde, das Schönste ist eigentlich, dass das Schwein mit dieser Polenta ja paniert ist. Ich mag das gar nicht so mit Polenta, was paniert ist, weil ich finde, die ist oft zu fest. Das ist so ein wenig bröselig im Mund. Aber bei dem Schwein ist das super, weil das so saftig ist. Und es, dadurch, dass es relativ dick ist, eine Stärke hat, verbindet sich das gut. Und es hat einen schönen Röstaroma und so. Also ich brauche jetzt in dem Fall brauche ich das Gemüse gar nicht. Weil diese Brombeer mit der Sau ist ein Traum. Ja. Mhm. Wirklich. Das stimmt. Das war auch toll, auch mit dem
Curry und so. Das ist echt schön. Kolja, Kompliment. Ja. Ich bin auch überrascht. Ein gutes Schwein. Kompliment. Ja. Und Sie auch Schwein gehabt. Ja. Schwein gehabt. Die Produkte sind auch gut. Ja. Ali, wie schaut's aus? Gut. Immer gut, das weißt du doch. Ja. Ja, ja. Dann bedanken wir uns zunächst mal sehr, sehr herzlich bei Kolja Kleber und freuen uns jetzt. Kolja, du hast es hinter dir. Geht ja wirklich. Und hinter dich gebracht. Und man muss noch mal sagen, grundsätzlich in der Zeit so ein Essen hinzukriegen von allen hier, ist ganz, ganz phänomenal. Ganz eine Stunde live kochen und sag mal, wie lange hattest du Vorspeisenposition? 30 Minuten? Knapp sowas, ne? Wirklich toll. Ganz, ganz toll. Nee, du machst ja Vorspeise, Garnele. Schön. Zwischengang war ganz toll. Löffel? Ali, was hast du gemacht, Ali? Bitte schön für dich. Also, ich habe hier geschmorte Ananasscheiben. Die habe ich in Butter und etwas Zucker angeschwitzt, dann mit Whisky abgelöscht, flambiert, Orangensaft aufgefüllt, etwas Zitronengras dazu, etwas Ingwer, Orange, also Orangensaft sowieso, aber hier Vanille. Wie nennst du es? Geschmorte Ananasscheiben mit Vanilleeis. Dann habe ich Vanilleeis gemacht. Ganz normal, klassisch. Ich habe nach Gefühl gemacht, aber ich glaube, es ist gar nicht so schlecht geworden, oder? Das finde ich alles. Ja. Danke. Und Creme fraiche habe ich hier mit etwas Puderzucker und Zitronensaft abgeschmeckt. Und dann habe ich hier die ganzen Nüsse, Walnüsse, Haselnüsse und Pistazien schön karamellisiert. Oben drauf. Super. Hier mit dem Granatapfel. Ja. Granatapfelkerne auch oben drauf, das schmeckt sehr, sehr gut zusammen und ein Gemüse. Kannst du noch mal sagen, dass ich die da auch mit reingebracht habe? Am Ende die Granatapfelkerne von Markus oben drüber gestreut. Ja. Und danke. Wir reißen es aber raus. Ne? Wir bringen deine Fruchtigkeit noch mal mit rein. Es ist ein leichtes Dessert. Geht auch schnell und kann man gut nachmachen. Also, weißt du, wie viele Granatapfelkerne ein Granatapfel haben kann? Bis zu 860 Stück. Und die hast du alle schon gezählt? Ich schon. Wie heißen die? Ich habe mir keinen Namen gegeben. Aber das möchtest du nicht glauben, dass da 800 so ein Ding drin sind. Ich hätte gerade 300 vielleicht. 300 hättest du gedacht. Es gibt so Dinge, die sind auch wichtig, dass man die weiß. Also ich auch, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Bankett mache und sage, wir machen 3 Granatäpfel drauf, also Kerne pro Teller, dann weiß ich, wie viel Granatäpfel ich kaufen muss. Mhm. Das ist schon. Fall braucht man nämlich gar nicht so viel. Ja. Und das wissen wir jetzt dank Alfons Schubeck. Und jetzt würde ich von euch gerne noch wissen, wie schmeckt es denn, Alfons? Du hast probiert? Also, es ist, ich muss ja sagen, nicht das Gericht, alle Gerichte. Mhm. In der Zeit sensationell. Kompliment. Mhm. Alle, das soll ich sagen. Das stimmt. Natürlich. Cornelia? Es sagt immer schon sehr, sehr viel, wenn wir alle wenig reden und viel essen. Ja, essen, genau. Und das tun wir gerade bei diesem Dessert. Und ich finde diese Kombination Vanille, Butter, Zucker, Ananas, diese schöne Säure dann von der Ananas, dann noch so ein bisschen lauwarm. Das Ei schmilzt so langsam, immer der Ananas, einfach lecker. Super, ja, finde ich auch. Diese Creme Fraiche Schweinerei finde ich auch toll. Ich weiß noch nicht, ob ich es als leichtes Dessert bezeichnen würde, so wie Ali es gesagt hat. Januar. Aber es schmeckt verdammt gut. Januar, wir brauchen ein bisschen Fett, hallo. Hier, zack, da ist man ja über Silvester schon ausgehungert. Genau. Ja, da hat ja Weihnachten schon vorher eben aufgehört. Wir hatten auch Weihnachten alle nicht viel, muss man sagen. Beinahe unterzuckert man. Ja. Da muss man ja wieder anfangen. Also was mir sehr auffällt heute, wir sind ja 5-Sterne-Köche im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Man sieht hier so diesen roten Faden, nicht nur vom Anrichten her, sondern auch in diesen Aromakombinationen vom Handwerk. Also das ist ein Menü, das könntest du wirklich so auch mal servieren. Ja, das hat keinen Ausreißer nach oben, nach unten, das baut sich schön auf. Vor allem, wenn du die scharfe Sauce am Anfang bist du vorbereitet. Nein, ganz, ganz toll. Also, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich. Großartig gekocht und das machen wir demnächst mal wieder, oder? Da werde ich noch mal. Vielleicht noch mal mit demselben Warenkorb. Genau, dann hat andere Positionen. Zwei Gänge drauf. Ja, das ist immer faszinierend. Ja, ich hätte auch was ganz, ganz anderes rauskommen können. Aber das ist das Schöne, wenn man euch bei der Arbeit zusieht. Ali, herzlichen Dank. Das Gerne. Ist ganz, ganz toll gemacht, um mal hinten anzufangen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Alfons Schubeck, Alexander Herrmann, Cornelia Poletto und Kolja Kleber. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Nächsten Freitag sind wir dann wieder da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Herrlich.
Wunderbar.